Professor Dr. Hakötter und Herr Wallraff von der Initiative Nachrichtenaufklärung, kurz IDA genannt. Ina genannt. Bei Ina ist es so, dass es jedes Jahr eine Top 10 gibt mit den Nachrichten, die in Vergessenheit geraten sind oder über die nicht so ausführlich berichtet wurde. Auch in diesem Jahr zum 20. Mal gibt es wieder eine Top 10. Bevor wir allerdings auf die Top 10 eingehen, würde ich Sie gerne noch mal bitten, vielleicht kurz zu sagen, was macht Ina? Die Initiative Nachrichtenaufklärung gibt es jetzt seit 20 Jahren, ist mal aus einem Uniseminar an der Uni Siegen hervorgegangen und jetzt seit 4 Jahren bei uns hier in Köln an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft angesiedelt. Und bei uns kann jedermann und jede Frau beispielsweise über die Internetseite nachrichtenaufklärung.de Themenvorschläge machen und sagen, guckt mal, wir haben hier eine Geschichte, eine Thematik, eine Story, die unserer Meinung nach ganz wichtig ist, aber viel zu wenig in den Medien vorkommt. Dann haben wir Studenten, Rechercheteams, die recherchieren das, die prüfen also, stimmt der Sachverhalt, ist das überhaupt eine Story, ist sie relevant und kann man wirklich sagen, dass die medial unterrepräsentiert sind. Also ein relativ aufwendiges Verfahren, wo sehr viele Hochschulen miteinander kooperieren. Wir haben jetzt die Universität Wien mit an Bord, dann machen Studierende und Kollegen in Bremen mit, an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, ab dem Sommersemester an der Freien Universität in Berlin. Und wir bekommen jedes Jahr so 300 bis 400 solche Vorschläge und am Ende bleiben dann 30 bis 40 solche Themen über, wo ein Bericht vorliegt, ein Rechercheprotokoll und über die stimmt dann eine durchaus namhaft zusammengesetzte Jury in einem auch wiederum intensiven Diskussionsprozess ab. Könnten Sie vielleicht die Top 3 aus diesem Jahr vorstellen? Ja, muss ich trotzdem auf den Spickzettel gucken. Also das Top-Thema Nummer 3 ist das Land Costa Rica in Mittelamerika, das seit über 60 Jahren kein stehendes Militär mehr hat. Damit ist es nicht allein. Es gibt mehr als 20 Länder auf der Welt, die kein Militär haben. Und wir möchten dazu einladen, sich sehr viel mehr damit zu beschäftigen, weil vielleicht nicht immer kriegerische Lösungen die richtigen sind, um Konflikte zu lösen. Unser Top-Thema Nummer 2 sind die vergessenen Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr. Die deutsche Bundeswehr ist in 16 Auslandseinsätzen in 14 Ländern auf diesem Globus unterwegs und davon weiß kaum jemand. Also man kann das selber überprüfen, wie viele Länder fallen einem selber ein, wo deutsche Bundeswehrsoldaten offiziell sind. Man kommt auf 4 oder 5, aber man kommt im Leben nicht auf 14, 15, 16. Und das sind Menschen, die riskieren Leib und Leben in unserem Auftrag, im Auftrag des Deutschen Bundestages. Und das scheint uns hohe Relevanz zu haben und das sollte die Öffentlichkeit wissen. Und Top-Thema Nummer 1 sind die Modalitäten, wie die Bundesrichter bestellt werden, also die Richter am Bundesgerichtshof, am Bundesfinanzgericht, am Bundesarbeitsgericht und so weiter. Also die höchsten Richter, die letzte Instanz und dieses Verfahren ist hochgradig intransparent. Es scheint uns auch nicht sehr demokratisch zu sein und auch da sollten Medien viel mehr darüber berichten. War mir auch neu übrigens, hat mich überrascht, ja. Kam es denn auch schon mal vor, dass in den vergangenen Jahren von den Top 10 Themen dann von den Massenmedien wieder aufgegriffen wurden? Ja, kommt immer wieder vor, dass Themen auch aufgegriffen werden, allerdings bei weitem nicht alle Themen, die wir in diese Top 10 der vergessenen Nachrichten wählen, was auch damit zu tun hat, dass wir immer wieder darauf hinweisen, es gibt eben Strukturprobleme im Journalismus, die es für bestimmte Geschichten und Themen wahnsinnig schwer macht, thematisiert zu werden und diese Strukturprobleme lösen wir nicht dadurch, dass wir so eine Top 10-Liste veröffentlichen. Deswegen versuchen wir eben selber auch mehr Öffentlichkeit für solche Stories und für solche Themen herzustellen. Herr Wallraff, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Sie sagten nämlich vorhin, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo viel in Frage gestellt wird und dass man sich manchmal auch einen Sündenbock sucht. Was meinten Sie damit genau? Ja, nun ganz aktuell eine Partei, die AfD, die davon lebt, Feindbilder zu schaffen, Menschen auszugrenzen und sozusagen da ihre Selbstbestätigung draus zu ziehen. Also immer in Zeiten, wo vieles in Frage gestellt ist, wo auch weltpolitisch nicht, also etwas droht, was uns wirklich, was den Weltfrieden in Frage stellt, wenn wir sehen, Trump, Schulterschluss, Putin, jetzt Erdogan und dann eine Kriegslüsternheit, also eine Ausgeburt an Verrohung und Menschenverachtung, nicht? Und wenn das durchschlägt und dann hier auch eine Partei, das ist ein gesamteuropäisches Problem, sich dem anschließt und da jetzt meint, auf Stimmenfang gehen zu können, dann geht es darum,
dass hier der Journalismus gefordert ist, zu differenzieren, Themen sichtbar zu machen, vor allem auch Jüngere, ja, die vielleicht nur in ihrer Echokammer im Internet befangen sind und zum Teil auf Fake News aufsitzen. Eine ganze Wahl, USA ist damit beeinflusst worden. Und das ist bei uns im Gange. Also da brauchen wir Aufklärung, da brauchen wir auch sowas in den Schulen wie Medienkompetenz. Auch die meistens dort älteren Sozialkundelehrer, die kriegen das nicht zu packen. Hier müssten Lehrer, müssen Junge geschult werden, die dieses Fach in die Schulen reinbringen. Da werden keine Zeitungen mehr gelesen. Da wird nur noch in einem bestimmten, ja, interessegeleiteten Insidergruppen, das geht ja alles noch an, aber wenn es dann in Wahnideen umschlägt, nicht, und welche das dann auch weiterverbreiten, und das hat nachher eine Einschalt, also eine Klick geht in die Hunderttausende, Millionen rein, und das überlagert eigentlich alles, was an noch nachprüfbaren, seriösen Meldungen in den Medien ist, das wird überschwemmt davon. Ich würde ganz gerne noch auf eine andere Sache eingehen, und zwar hieß es am Anfang der Veranstaltung nur, also das Problem sind nicht nur die Fake News, sondern No News. Wie meinten Sie das? Also ich kann dazu auch was sagen, weil es gibt in den Redaktionen einen Trend, was die großen Medien bringen, das müssen wir auch machen. Ja, da müssen wir uns ganz schnell mit dran sehen, sonst sind wir hinten weg. Oder auch Bequemlichkeit. Ne? Das, was gerade angesagt ist, und dann rauschen Sachen durch und bekommen einen Stellenwert, der ihnen im Grunde genommen gar nicht zukommt. Und wenn man dann in den Redaktionen sieht, als erstes guckt man, was hat hier Bild oder Fokus und sowas, was bedienen die? Und dann gibt es keine Differenzierung, da gibt es wenig Gegenmeinungen. Und es werden, ja, ich würde sagen, ein falsches Bild, das hat nichts mit Lügenpresse zu tun, das stimmt zum Teil sogar, was sie bringen, aber es sind ablenkende Geschichten, die von den eigentlichen Problemen, ja, die bleiben dann im Hintergrund und sie sind nicht mehr so im Bewusstsein drin. Und das ist ein Trend, der immer mehr zunimmt, trotz aller differenzierten, sehr guten Informationsmöglichkeiten. Wir haben eine der differenziertesten Zeitungslandschaften noch. Wir könnten uns informieren, aber wer liest es noch, wer nimmt es noch zur Kenntnis? Darum auch die Überlegung, ob es nicht öffentlich-rechtliche Zeitungen geben sollte, wie in anderen Ländern, weil immer weniger, die guten Zeitungen gibt es noch, die auch noch ihre Leser halten, ob das nun Süddeutsche oder die Zeit ist, aber bei anderen ist das ein solcher Auflagenschwund, und da muss überlegt werden, ob das nicht sozusagen staatliche Aufgabe ist, wie bei öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunkanstalten. Genau, Probleme sind nicht Fake News, sondern No News. Was sagen Sie dazu? Also der Begriff Fake News ist ja viel problematischer, als er erscheint. Das größte Problem scheint mir, dass er politikinduziert ist. Also Politiker behaupten ja, Nachrichten und Internetportale würden Fake News verbreiten. Und wenn man sich die News dann anguckt, dann sind die gar nicht gefaked. Die sind richtig. Den Politikern passt nur nicht, was wir als Journalisten sagen. Also in dem Sinne sollten wir viel mehr solche Nachrichten verbreiten und nicht weniger. Im Übrigen, Journalisten, wie überhaupt jeder Mann und jeder Frau, ist es auch erlaubt, öffentlich Unsinn zu reden. Auch das ist durch Meinungs- und Pressefreiheit erstmal gedeckt. Falsche Tatsachenbehauptungen waren im Übrigen immer schon justiziabel, gegen die konnte man immer schon vorgehen. Ich sehe hier keine neue Kategorie. Was ich aber tatsächlich problematisch finde, und dagegen tritt ja die Initiative Nachrichtenaufklärung an, ist, dass über bestimmte wichtige gesellschaftliche Themen überhaupt nicht berichtet wird, dass es No News über sie gibt. Und wir möchten gern aus den No News wieder News machen, damit über die wichtigen Themen in der Gesellschaft berichtet und diskutiert werden kann.